Nut Wombat. Ja, in dem Indie-Game 1916, der unbekannte Krieg, steuert man einen Soldaten, den scheinbar letzten Soldaten. Man hängt in einem Gang an und stellt fest, dass man in einem Schützengraben gefangen ist. Die passende Leiter, um da wieder hinauszukommen, die muss man dann jetzt halt suchen. Das Spiel ist komplett in Schwarz-Weiß, was ein bisschen Atmosphäre erzeugt. Ja, was gibt's noch zu sagen? Ja, unterwegs findet man ein paar tote Soldaten, verschiedene Waffen. Waffen, gegen die soll man sich wehren. Ja, in den Gängen ist man nämlich nicht alleine. Man wird nämlich verfolgt von sogenannten Raptoren, die wir aus Jurassic Park alle kennen. Auch von Steinzeit-Dinos. Was die 1916 jetzt hier noch verloren haben, wird man vielleicht im Laufe des Spiels noch herausfinden. Ja, mit den Waffen kann man sich wehren, man kann aber auch Leichenteile irgendwie den Raptoren zulassen und sie dadurch ablenken. Ja, ansonsten das hört sich noch sehr viel Spaß an für diesen Soldaten. Er will nicht gerne in einem Schützenkörper mit ein paar Raptoren gefangen sein. Und dann auch noch Farbenpilz sein. Ja. Go, go, go! Finde die Leiter. So lautet unser Auftrag. Als wären wir da nicht selbst drauf gekommen. Trotz Gasmaske stirbt man im Gas. Das ist sehr, sehr unrealistisch. Also es sind schon ein paar Fehler in diesem Spiel. Aber im Großen und Ganzen ein durchaus spielbares Spiel. Für gewisse schon. Und bevor wir jetzt von diesem Raptor zerfleischt werden, lassen wir den Soldaten allein in seinem Schützengraben und sagen an dieser Stelle Adios!